Hallo, ich bin Rosalinde und in diesem Video geht es um Abraham. Hallo, also ich bin Rosalinde. Hallo, und in diesem Video geht Rosalinde. Es um Abraham. Abraham. Was ist denn? Die Kinder verstehen dich ja gar nicht, wenn du so schnell redest. Soll ich dann alles nochmal langsam erzählen? Ja, das ist gut. Also, Abraham war ein Mann und er wollte unbedingt Kinder haben. Abraham, mein alter Hirte. Warum dein alter Hirte? Weil ich jetzt seinem Sohn gehöre. Ah, okay. Aber Abraham hatte doch keine Kinder. Ja, das erzählst du in der Geschichte. Ja, und der hatte keine Kinder, aber jetzt hat er ja Kinder. Ja. Also, und Gott hat gesagt, eine Tage hat er eine Stimme gehört. Und dann, die Stimme hat gesagt, guck nach oben. Wenn du die Sterne zählen kannst, wirst du so viele Nachkommen haben, wie Sterne am Himmel sind. Genau, das hat er gesagt. Also die Stimme. Und dann hat er gesagt, du musst in die Wüste gehen, und dann wirst du Nachkommen bekommen. Dann sind die in die Wüste gegangen, der mit seinem ganzen Volk. Genau. Und dann haben sie irgendwo Rast gemacht. Und dann haben sie eine Nacht gezeltet. Und dann kamen so drei Männer. Und die sagten zu ihm, zu Abraham, in einem Jahr wirst du Kinder bekommen. Und Nachkommen und so weiter. Und das hat die Sarah gehört. Sie war nämlich Abrahams Frau, die stand draußen am Zelt und dann hat die das gehört und gelacht. Und dann hat die gelacht und gesagt, aber wir sind doch viel zu alt zum Kinder bekommen. Das kann doch nicht sein. Und nach einem Jahr hat sie tatsächlich Kinder bekommen. Ja. Also hatten diese drei Männer recht. Das war die Geschichte von Abraham. Genau, und ich muss jetzt wieder nach Hause. Kannst du jetzt mal aufhören mit Fressen? Nee, ich muss aber wieder nach Hause. Ach so, darf ich mitkommen? Ja, ich kann dir noch mehr erzählen. Tschüss, Kinder. Tschüss. Tschüss, Kinder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.